Hallo Leute und willkommen zurück zum nächsten Part und wir spielen wieder mal gegen den Erzrivalen Inter. Was denke ich mal wieder eine schwere Sache wird. Ich will mal ganz kurz die Aufstellung sehen. Ich denke mal, wir könnten sogar so schon ins Spiel gehen. Aber ich will noch ein paar Feinheiten machen. So würde ich dann schon mal ins Spiel gehen. So. Was ich von diesem Spiel erwarte, keine Ahnung. Irgendwas Gutes halt nur. Ich hoffe, dass es schnell rum ist. Siegreich gestaltet wird. Und naja, was soll man sich mehr für ein Fußballspiel wünschen? Ach, es lag ein bisschen. Aber ist okay. Ja, Revier Zanetti. Warte mal, habe ich die Sicht irgendwie geändert? Ja, TV war's. Weit. So bin ich gewöhnt. Und ihr vielleicht auch. Pato, Ronaldinho. Ja, Kanute! Verdammt! Wie der aussieht. Nee, ist okay. Kanute? Robinho? Verdammt, wir müssen an Maicon vorbei. Was auch sehr schwer wird mit der Nummer 13. Dejan Stankovic passt zu mir. Seedorf. Pato. Ronaldinho. Wir machen hier viel mehr Druck als das letzte Mal. Gleich schon zwei Glanzdaten von Julio Cesar. Och, und die hier schön ihren Konter einleiten mit Pandev. Und auch hier sehr gefährlich sind. Snyder Mascara. Oh. Verdammt nochmal. Also, das ist hier schon ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Oh. Das macht mir schon ein bisschen Angst, dass ich hier vielleicht wieder verliere. Mascara. Wer ist das in der Mitte da? Weiß ich gar nicht. Die haben sich bestimmt auch viel tot gekauft. Nee, aber nicht so wie ich. Naja, ich habe mir nur zwei Leute geholt. Von daher ist es auch nicht gerade viel. Ach, verdammt. Robinho. Jankulowski. In die Fresse. Von ihm. Dem. Mascara. Seedorf klärt. Ach, verdammt. Mascara. Der ist oft sehr viel beteiligt an den Aktionen, so wie ich sehe. Kanute. Robinho. Kanute wieder. Ronaldinho. Pato. Pato. Oh, schon wieder so eine Chance, ey. Thiago Silva. Ne, wieder Julio Cesar in den Händen von ihm. Maicon, den ich persönlich ziemlich stark finde. Ein sehr, sehr guter Außenverteidiger mit Daniel Alves, Philipp Lahn, Ashley Cole und wie sie auch alle heißen. Ist schon was Besonderes, der Kleine. Und schon geht's wieder in die Halbzeit. Ich denke mal, dass ich einen Wechsel beantragen werde. Aber welchen ist die Frage? Ich denke mal, Abate für Seedorf. Und irgendwann, so in der letzten Viertel bis halben Stunde, kommt dann noch Diouf für einer der beiden Sturmmäher. Pandev. Ach, verdammt. Javier Zanetti, Mancini,
So, jetzt komm. Porto. Ne, ist nix. Pirlo. Kanute. Ach, verdammt, Digga. Ach, das nervt. Walter Samuel verliert den Ball. Das ist... Ach, verdammt, ein Abschluss. Wie gesagt, ich denke mal, das wird ein Unentschieden. Ja, verdammt. Scheiße. So. Einwurf. Rabatte. Zurück. Komm schön. Verdammt. Schon wieder nix. Ich ärgere mich gerade sehr, sehr. Sehr, sehr. Sehr. Und abseits, Digga. Referee. Abseits. Abseits. Och, da ärgert man sich man schon, ne? Ist abseits doch, oder? Ich hab mich, glaube ich, mit den anderen verschätzt. Ja. Eto. Eto. Ne, weggeschubst. Dann noch irgendwie so. Santon. Nee. Nee, Leute, es wird nichts mehr. Nach meinem Beachten nach habe ich hier nichts mehr zu sagen. In dieser Partie. Schon wieder verliere ich hier gegen Inter. Aber vielleicht schaffe ich was noch in der Champions League. Je nachdem. Samuel. Ach, verdammt. Jens Stankovic. Komm. Pato. Ach, verdammt. Das war... Ich ärgere mich gerade zutiefst. Ach ey, wieso rennt er denn nicht? Gibt's doch gar nicht.